Schönen guten Tag vom Landgericht Magdeburg, hier im 18. Prozesstag im Verfahren gegen Stefan B., den Synagogenattentäter von Halle. Neue Regeln gelten jetzt im Gericht. Aufgrund der erhöhten Corona-Zahlen hat das Landgericht FFP2-Masken für alle beteiligten Zuschauer und Journalisten verteilen lassen. Das sind ja die Masken, die nicht nur andere schützen, sondern auch den Träger selbst schützen. Das ist jetzt vorgeschrieben im Gericht. Die Richterin Ursula Mertens hat das veranlasst und hat gesagt, sie möchte nicht die Zuschauerzahlen reduzieren und auch nicht die Journalistenzahlen reduzieren. Hat sie von sich aus angesprochen. Man sieht also, das würde in Frage stehen, wenn die Zahlen weiter steigen. Worum geht es inhaltlich? Auch ein sehr wichtiger Tag hier. Es wird Psychologengutachten geben. Das erste haben wir heute schon gehört. Die 30-jährige Psychologin Frau John ist hier aufgetreten. Sie hat Stefan B. in Haft damals besucht und hat mit ihm mehrere Tests gemacht, IQ-Tests unter anderem. Er hat einen IQ von gut über 100, ein durchschnittlicher Wert. Sie hat auch Tests mit ihm gemacht, wo der Mann sich selbst einschätzen musste. Und da ist sie zu dem Ergebnis gekommen, er zeigt Tendenzen zu Narzissmus, Naivität in Teilen. Und er tritt sehr introvertiert auf. Das sind so die Kernpunkte, die auch schon bekannt sind aus einem ersten Gutachten. Norbert Leigraf ist ein sehr renommierter Psychiater. Der wird hier am Nachmittag erwartet, wird gleich hier auftreten. Und da wird es vor allem um die Frage gehen, Schuldfähigkeit des Angeklagten, was wiederum wichtig ist für die Strafe, die hier zu erwarten ist. Wenn der Mann voll schuldfähig war damals zu seinen Taten, dann wird er wohl lebenslang in Haft gehen. Und dann ist auch die Frage, Sicherheitsverwahrung im Anschluss, ja oder nein. Das wissen wir heute Nachmittag. Dann wird es noch einige Prozesstage gehen, aber so langsam, aber sicher geht dieses Verfahren hier auf die Zielgerade.